Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes, des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Geschätzte Gläubige, liebe Kinder, die ihr da seid, zahlreiche Ministrantinnen und auch im Volk, wieder eine Sommerwoche, die wir verleben durften, einen herrlichen Sommer. Jeder bekommt seine Sonne und auch immer wieder genug Regen. Wir freuen uns mit der Landwirtschaft, wir freuen uns mit den Urlaubern, die sich erholen können. Vergangenen Mittwoch war Ronald bei uns noch einmal am Abend und hat uns sein Projekt der Schule für Waisenkinder in Uganda mit Bildern vorgestellt, sehr schönes Projekt. Er bedankt sich nochmal für die wirklich großzügigen, einmaligen Spenden von unserer Seite. Nun, wir waren in der Woche des Sich-Satt-Essens am Heilsangebot Gottes, und zwar für alle, nicht nur das Volk Gottes, alle Menschen hätten das Heilsangebot. Wo wir in der Woche im großen Glauben unsere Nöte vor Gott gebracht haben und auch die Nöte unserer Mitmenschen, wie diese kananäische Frau. Und wo wir etwas von Gnadenwirken Gottes dann erfahren haben im Gebet. Da lasst uns jetzt danken, wo wir es verabsäumt haben und ihn nicht mit einbezogen hatten in unser Lebensumfeld. Da lasst uns um Verzeihung bitten. Ich bekenne Gott, den Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Eingenommen in die liebevolle, heilsame Umarmung des auferstandenen Christus, dürfen wir ihm die Ehre geben. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst und ersehnen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses irdischen Lebens unsere Herzen dort verankert seien,
wo die ewigen Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Wir hören heute vom Propheten Jesaja, dass der Beamte, der sich seiner Verantwortung nicht gerecht zeigte, ausgetauscht wird. Doch auch dieser wird später enttäuschen, bis dass der kommt, der den Himmel wirklich aufsperrt. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr zu Schebner, dem Palastvorsteher. Ich werde dich von deinem Posten stoßen und dich aus deiner Stellung reißen. An jenem Tag werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und ihm deine Schärpe fest umbinden. Deine Herrschaft gebe ich in seine Hand. Er wird zum Vater für die Einwohner Jerusalems und für das Haus Juda. Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter legen. Er wird öffnen, und niemand ist da, der schließt. Er wird schließen, und niemand ist da, der öffnet. Ich werde ihn als Pflock an einer festen Stelle einschlagen, und er wird zum Thron der Ehre für sein Vaterhaus. Wort des lebendigen Gottes. Im Römerbrief nach dem Kapitel, wo Paulus voller Schmerz ist, weil das Volk Israel sich dem Messias nicht zuwendet, kommt dieser schöne Hymnus, dass alles von Gott ausgeht und alles in ihm vollendet wird. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Spricht der Herr, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sagte: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder einen anderen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sagte zu ihm: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte: Selig bist du, Simon Bar-Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige allesamt, jung und jung geblieben, in der Jesusschule des Sommers, in der Sommerschule, sind wir jetzt schon 3 Wochen beschäftigt nach den Erntegleichnissen mit diesem einen Thema: das Hilfsangebot Gottes in Jesus Christus. Ihr erinnert euch, wir haben betrachtet die Bedrohlichkeiten unseres irdisch-menschlichen Lebens, was im Symbol des Wassers dargestellt ist, der See des Lebens. Übrigens dort in Caesarea Philippi, wer schon im Heiligen Land Israel war, da entspringen die 7 Quellen des Jordans. Das ist auch ein Symbol eben für diese Wasser des Lebens. Die Bedrohlichkeiten, die wir haben. Wir haben auch hingeschaut, wie geht denn das jetzt, diese von Gott in Jesus Christus entgegengestreckte Hand zu entdecken und zu ergreifen. Auch da haben wir verschiedene Möglichkeiten schon genannt. Und letztes Mal haben wir noch ein ganz konkretes Beispiel gehört von dieser Frau im heidnischen Land, die für ihre Tochter ganz konkret bittet, die unterzugehen droht. Und wir haben letztes Mal ganz praktische Beispiele gehört, wo in unserem Umkreis, innerhalb der 30 Kilometer nicht einmal, ich euch auf den Schlag 10 Beispiele aufzählen kann, von jungen Menschen, die unterzugehen drohen, in den verschiedensten Ungeisthaltungen. Ich war jetzt unterwegs. Mein Cousin hat gemeint, zum 50er, das ist noch ausständig gewesen, Kirche ein bisschen aufgerüstet. Jetzt hat er mir zu meinen 80 PS noch 100 dazugegeben. Ich durfte 2 Tage so ein Ding ausprobieren über die schöne Schöpfung, also in der schönen Schöpfung Gottes und in unserem schönen Land. Ich glaube, ich habe diese 2 Tage 150 Medaillen verteilt. Und das hat mich so berührt. Nach 3 Sätzen bist du bei den Miseren der Leute, auch bei den Jugendlichen. Eine junge Mama mit einem kleinen Kind,
wo kein Vater dabei ist, gebrochene Beziehungen hin und hin, eine ganze Truppe Jugendlicher, die da am Abend, der sich getroffen hat, wo wir das Motorrad zurückgebracht haben, liebe Leute, aber maximal einmal im Jahr in die Kirche, Heiligen Land Tirol und so weiter. Also wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo wir viele Getaufte haben, die Gott nicht kennen. Darum auch die Frage heute von Jesus: Wisst ihr überhaupt, was die Menschen von mir halten? Denn er ist der Menschensohn in der Heiligen Schrift, der menschgewordene Sohn Gottes. Wisst ihr, was sie halten? Das ist wichtig, dass wir das wissen. Und die Antwort ist etwas schmerzlich, denn ich würde mal sagen, wenn wir hier jetzt, wie viel sind wir? Unter 10%, weit unter 10% unserer Gemeinde. Wenn wir hier sagen müssen, die meisten halten ihn für bedeutungslos momentan, zur Seite geschoben, ziemlich oberflächlich, unangesehen, als nicht relevant. Das ist so. Und darum auch seine Frage jetzt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und ich habe so eine Freude. Es war immer das Gerücht, dass ich immer weiß, wer alle in der Kirche sitzt, aber ich wusste es nicht, weil es zu viele waren. Ich habe jetzt so eine Freude, dass ich euch wirklich schon langsam im Blick habe, jeden Einzelnen, und mich über jeden Einzelnen so freut, der da ist. Auch die, die jetzt noch neu dazugekommen sind wieder, wo es sich herumgesprochen hat, dass wir momentan sehr gut Gottesdienst miteinander feiern können. Wir also, wo, für wen halten wir Jesus Christus? Das ist die Frage dieser Woche. Ja. Und es war gestern das Fest Maria Königin, als Abschluss dieser Festwoche Maria Aufnahme in den Himmel. Und da war genau dieses Evangelium, wo das uns gesagt wird, bei der Verkündigungsszene des Engels Gabriels bei Maria, der Dreischritt, in dem wir Christen leben. Dieser Dreischritt heißt, uns ist von Gott eine Frohbotschaft zugesagt. Freu dich, Christ. Freu dich, denn Gott ist mit dir und hat ein Angebot für dich. Wie gesagt, unser Thema, das Hilfsangebot Gottes. Das Zweite, was da bei der Verkündigung vorkommt, heißt jetzt, es wird erklärt, was angeboten wird. Nämlich, dass jemand in uns Gestalt annehmen möchte und kann und wird, den man den Sohn Davids nennt. Das heißt, den verheißenen Nachkommen des Königs, des Gottesvolkes, von dem es sogar heißt, seine Herrschaft ist ein Reich der Liebe, der Gerechtigkeit, des Friedens, und die hört nie auf. Reich Gottes. Diese Herrschaft hört nie auf. Der möchte in uns Gestalt annehmen. Das ist das Angebot. Und das ist eben dann noch genauer erklärt, wie das geht, wie er das macht, dass das nur von Gott her geht. Und das eben genau unsere Frage dann beantwortet. Wer bist du, Jesus? Und die Frage, können wir mit Petrus und mit der ganzen Kirche aus tiefstem Herzen schon antworten? Natürlich weiß ich, wer du bist. Du bist dieser Sohn Gottes. Du bist Gott. Du bist der menschgewordene Gottessohn. Du bist die Hilfe Gottes für unser aller Leben. Du bist der, der die Menschheitsgeschichte ins Gute führt. Das ist der Christus. Messias ist uns bekannter, aber wir heißen Christen aus dem Grund, weil wir uns an Christus Maß nehmen und sein Angebot nämlich dann an uns wirksam werden lassen. Das ist der dritte Schritt. Was sagen wir dazu? Können wir wie Maria sagen, ich vertraue mich an diese Wahrheit? Und wenn ich einmal glaube, dass du Gott bist, dann wirst du wirklich interessant, weil dann ist jeder deiner Sätze von Gott her gesprochen und hat eine göttliche Wirkung auf uns. Und dann ist er nicht mehr beiseite geschoben. Dann wird jedes Sonntagsevangelium spannend. Also diesen Punkt haben wir jetzt erreicht.
Du bist der Sohn Gottes, die Hilfe Gottes für uns. Und wer das sagen kann, da gibt es zwei schöne Folgen davon. Der erste ist, wir werden selig. Wir werden glückselig, weil wir entdeckt haben, wir sind in der Hand Gottes, nichts kann uns passieren, nicht einmal im Untergehen. Und das Zweite, was wir merken, wir bekommen einen Felsen unter uns, der nicht weggeht. Ja. Auch nicht in dem, was in nächster Zeit noch daherkommt, nämlich diesen Felsen zu wissen, Gott arbeitet über den Tod hinaus, Zukunft für ewig. Das ist unsere Frohbotschaft. Wir haben heute gesungen, als Zeugen in der Welt sind wir bestellt als Christen. Bitt euch, leben wir da immer mehr daraus. Ich war letzte Woche sehr berührt. Ich hatte gesagt, es ist das sich satt essen am Heilsangebot. Es fallen die Krumen auch herunter für die, die noch gar nicht am Tisch sitzen. Aber eigentlich war ja das Thema der große Glaube dieser Frau. Das war keine Heidin. Die hat es verstanden gehabt, dass in Jesus Gott wirkt und ihrer Tochter helfen kann. Und das soll uns auch alle prägen, dass wir verstanden haben in den Worten Jesu, in der Freundschaft mit Jesus, das habe ich auch die Tage mit wem besprochen, es nutzt noch nicht zu sagen, ja, der Jesus ist wichtig, wenn ich nicht jeden Tag eine Beziehung pflege mit ihm, wenn ich seine Worte nicht verstehe und kenne. Ja, also wenn wir das leben, dass wir dann in diesem großen Vertrauen immer mehr leben können, dass er unsere Hilfe ist, unser aller Hilfe. Amen. Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenden wir uns voll Vertrauen an Christus, unseren Herrn. Auf ihn baut unser Glaube, unsere Hoffnung, unser Leben. Es gibt viele Meinungen, Glaubensrichtungen, Weltanschauungen. Herr Jesus, begleite in der Kraft deines Geistes alle suchenden und fragenden Menschen. Christus sei unser Licht. Christus sei unser Licht. Menschen hoffen auf eine bessere Welt, die in Friede und Gerechtigkeit gestaltet ist. Herr Jesus, berufe aus unserer Mitte Menschen, die nach deinem Evangelium leben. Christus sei unser Licht. Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Stabilität. Herr Jesus, stärke in deiner Kirche die Zuversicht, dass dein Wort und deine Verheißung Zukunft eröffnet und trägt. Christus sei unser Licht. Menschen leiden, weil sie gefangen sind in ungerechten Strukturen, persönlicher Schuld und ungelösten Konflikten. Herr Jesus, eröffne ihnen neue Wege in die Freiheit. Christus sei unser Licht. Die Macht des Todes greift nach unserem Leben. Sterbetag haben diese Woche Michael Niedermeyer, Josefa Berger, Anita Altmann, Hermine Klinger, Rosa Viehböck. Herr Jesus, erweise dich an unseren Toten als Messias und Retter. Christus sei unser Licht.
Lasst uns in einer kurzen Stille unsere persönlichen Anliegen vor Gott bringen, was wir uns am meisten wünschen heute. Christus, sei unser Licht. Denn du, Herr, bist treu, auch wo unser Glaube noch schwach ist. Höre unsere Bitten und bleib uns nahe, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast dir das eine Volk des neuen Bundes erworben durch die Lebenshingabe deines Sohnes. Sieh gnädig auf uns und schenke uns in deiner Kirche Frieden, Einheit und Freude. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns miterleben, was Christus für uns tut, wie er sich für uns hingibt. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch diesen Geist hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich auch uns die Auferstehung vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist alle Zeit heilig, der Himmel und die Erde bezeugen deine Macht. Hosanna in der Höhe, Hosanna in der Höhe, gelobt sei der da kommt. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Erlösungsleiden unterwarf, nahm er das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke unserer Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten besonders für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um das Kommen seines messianischen Reiches schon jetzt bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille
Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt. Der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Nicken wir einander zu als Zeichen unserer Verbundenheit und Versöhnungsbereitschaft. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias. Wir dürfen Christus nicht nur schauen, wir dürfen uns mit ihm verbinden, uns hineinnehmen lassen in diese göttliche, unendliche Liebe. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Thank you.
Herr, von den Früchten deiner Schöpfung werden alle satt. Du schenkst dem Menschen Brot von der Erde und Wein, der sein Herz erfreut. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, schenk uns durch dieses heilige Sakrament, das wir jetzt empfangen haben, die Fülle deines Erbarmens und mach uns heil. Gewähr uns deine Hilfe, damit wir so vor dir leben können, wie es dir wohlgefällt und uns zur Glückseligkeit dient. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Verlautbarungen für die kommende Woche. Morgen Montag, heiliger Bartholomäus, 8 Uhr heilige Messe. Dienstag, 8 Uhr heilige Messe. Mittwoch, 18.30 Uhr, Aussetzung und stille Anbetung. Und um 19 Uhr heilige Messe. Donnerstag, heilige Monika, 7.15 Uhr heilige Messe. Und am Freitag auch um 7.15 Uhr. Freitag, heiliger Augustinus. Samstag, Enthauptung Johannes des Täufers, 8 Uhr heilige Messe. Und um 19 Uhr Vorabendmesse. Nächsten Sonntag, 22. Sonntag im Jahreskreis, 7.30 Uhr Frühmesse und um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst. Und wir freuen uns, dass wir Pfarrer Emanuel Rundize von Montag bis Samstag in unserer Pfarre begrüßen dürfen. Emanuel macht Urlaub bei uns, besucht auch Josef. Bitte kommt ihm begegnen, er wird die Messen auch hier feiern. Euch allen jetzt danke fürs Mitfeiern der Heiligen Messe, für eure Aufmerksamkeit, liebe Kinder. Was man erlebt, das ist viel leichter zu merken, als was nur gesagt wird. Und auf Reisen erlebt man viel. Zwei kleine Anekdoten darf ich euch noch sagen. Ich war dort in Caesarea Philippi bei den sieben Quellen und da ist dann davor ein Teich gemacht, wo das Wasser zusammenfließt schon. Und da habe ich mir gedacht, das probierst du jetzt einmal aus, ob man da drüber gehen kann, wie der Petrus. Und was glaubt's, was war? Ich bin wirklich drüber gegangen, von einer Seite zur anderen. Ich habe allerdings gesehen, dass da drin eine Mauer war, die nur so viel vom Wasser überdeckt war. Und drüben habe ich zu tun gehabt, dass ich verschwinde, bevor der Aufseher kommt. Aber es soll uns erinnern, das Wasser trägt, wenn wir auf Christus hin uns ausrichten mit all unseren Lebenswirklichkeiten. Die zweite Anekdote ist, es gibt wirklich Schutzengel. Und ich durfte Tagesbergwertungssieger sein auf dem Stilfserjoch diese Tage. Einfach im Vertrauen, dass Gott unsere Wege lenkt und die Kurven richtig erwischt. Bemüht euch, dass wir uns alle in diesem von Gott lenken lassen, einmal sehen als Sieger. Dafür bitten wir jetzt die Gnade Gottes in dieser Woche der Seligkeit über unsere Erkenntnis, wer Jesus ist. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr auf eurem Lebensweg begegnet, der uns so sehr liebende dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.